Habt ihr schon mal von Moodle gehört? Es handelt sich dabei um eine Open-Source-Lernplattform, die auf der ganzen Welt verwendet wird. Auch iMOOCs basiert darauf. Kennt ihr euch also schon mit Moodle aus, wird euch jetzt einiges bekannt vorkommen. Der wichtigste Button in eurem MOOC ist der Schieberegler Bearbeiten. Sobald ihr diesen nach rechts bewegt habt, könnt ihr euren MOOC bearbeiten. Der Abschnitt oberhalb der Lektion 1 nennt sich Lektion 0 und ist für TeilnehmerInnen des Kurses nicht sichtbar. Hier befinden sich zu Beginn nur Aktivitäten, welche im Hauptmenü verlinkt sind, zum Beispiel das Forum. Diese Aktivitäten bitte nicht bearbeiten. Was ihr aber unbedingt bearbeiten dürft und sollt, sind die anderen Lektionen. Starten wir direkt mit dem Namen der Lektion. Einfach auf das Stiftsymbol neben der Lektion klicken, den gewünschten Namen einfügen und mit Enter bestätigen. Jetzt geht's ans Befüllen des MOOCs. Unter Aktivität und Material anlegen findet ihr eine Übersicht der möglichen Inhalte. Starten wir mit der wichtigsten Aktivität, dem Text- und Medienfeld. Sobald ihr darauf klickt, öffnen sich die Einstellungen. Hier könnt ihr Text einfügen, der direkt in der Lektion angezeigt wird. Ihr habt aber noch mehrere Möglichkeiten im Textfeld. Ihr könnt auch noch Bilder einfügen, Websites verlinken und später auch Videos einbetten. Wie aus anderen Editoren bekannt, könnt ihr auch hier euren Text formatieren. Wer sich mit HTML auskennt, kann im HTML-Modus auch noch weitere Formatierungen vornehmen. Jetzt nur noch speichern und ihr seht das Ergebnis in eurer Lektion. Ist der Text an der falschen Stelle? Zieht ihn mit Hilfe des Vierfachpfeils an die richtige Stelle. Das geht übrigens auch über Lektionen hinweg. Wollt ihr den Text noch einmal verändern, klickt rechts davon auf die drei Punkte Einstellungen bearbeiten. Sind euch in unseren MOOCs als Teilnehmende schon mal die Buttons bei den Aktivitäten aufgefallen, mit denen man sie als absolviert kennzeichnen kann? Das ist der Aktivitätsabschluss. Damit können TeilnehmerInnen ihren Kursfortschritt für sich markieren. Er ist standardmäßig für alle Aktivitäten so eingestellt, dass Teilnehmende ihn manuell setzen können. Was können wir sonst noch in Lektionen einfügen? Damit ihr euren Teilnehmenden auch weiteres Zusatzmaterial zur Verfügung stellen könnt, brauchen wir Dateien. Diese könnt ihr ganz einfach über Drag and Drop in die Lektion reinziehen. Bitte beachtet, auch Dateien müssen offen lizenziert sein. Es gibt weiteres Material, auf das ihr verweisen wollt. Unter Aktivität oder Material anlegen könnt ihr auch Links einfügen. Was uns jetzt noch fehlt, sind Videos und Quizzes. Mehr dazu in den nächsten Videos.